Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Ständig auf das zu starren, was in unserem Leben nicht stimmt, kann uns von unserer Gottesbeziehung ablenken. Gott wusste schon, was wir alles falsch machen würden, bevor er sich auf eine Beziehung mit uns einließ. Und er ist absolut nicht schockiert oder überrascht. Nicht nur das, er weiß auch, was wir in Zukunft alles falsch machen werden, und er liebt uns trotzdem. Ich werde gleich Epheser 6, Vers 10 lesen, aber vorher möchte ich euch eine kleine Zusammenfassung geben. Paulus kommt nun zum Ende seines Briefes. Es sind nur noch 14 Verse übrig, und dann seid ihr in diesen Tagen den gesamten Epheserbrief mit mir durchgegangen. Wie wir gesehen haben, gibt es in diesem Brief sehr viele Anweisungen. Da kann man sich durchaus etwas erschöpft fühlen. Es ist gut, dass wir dazwischen eine Nacht schlafen konnten, oder? Hier wird uns gesagt, dass wir uns richtig verhalten, richtig reden, richtig denken und außerdem wissen sollen, wer wir durch Jesus Christus sind. Es geht darum zu erkennen, dass wir gerecht vor Gott stehen. Wir haben eine Menge gelernt und ich liebe den nächsten Teil. Dort sagt Paulus, das ist so gut, noch ein Wort zum Schluss. Be strong in the Lord. Werdet stark durch den Herrn. Mit anderen Worten, ihr schafft diese Dinge nicht, wenn ihr nicht stark im Herrn bleibt. Es ist die Einheit mit ihm, aus der wir unsere Kraft schöpfen. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Ich sag euch was, es ist absolut töricht, sich morgens aus dem Bett zu wälzen und zu versuchen, sich gut zu benehmen. Ich kann im Bett liegen und Pläne für ein vorbildliches Verhalten schmieden, aber sobald ich die Füße auf den Boden setze, lösen sie sich in Luft auf. Also, auch wenn euer Herz und mein Herz am rechten Fleck sind, brauchen wir Gottes Hilfe, und zwar jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Bestimmt klinge ich oft so, als würde mit mir etwas nicht stimmen. Jeden Tag sage ich unzählige Male, Gott, hilf mir, Gott, Gott, hilf mir. Ich weiß gar nicht unbedingt, in welchen Situationen ich Hilfe brauche. Sei es, meine Kontaktlinsen reinzutun, meine Haare zu kämmen, einen Vortrag zu halten. Ich weiß nur, dass ich ohne ihn nutzlos bin. Ohne ihn kann ich nichts tun und ich brauche Gottes Hilfe bei allem, was ich tue. Versteht ihr? Seht, das hält viele Menschen davon ab, sich auf eine echte Beziehung mit Gott einzulassen. Oft wollen sie nicht wirklich von Gott abhängig sein. Sie wollen nur so viel von Gott haben, um der Hölle fernzubleiben, aber nicht genug, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Wer jedoch die Art von Gottesbeziehung haben will, die Jesus uns durch seinen Tod ermöglicht hat, der muss ihn in jeden Bereich seines Lebens lassen. Keine verschlossenen Türen. Er muss überall rein dürfen. Er muss in unsere Gedanken dürfen und in die Worte, die wir benutzen. Er muss in unser Sexleben dürfen. Er muss mitbestimmen dürfen, wie wir uns anziehen, wie wir mit unserem Geld umgehen, welche Entscheidungen wir treffen, welche Freunde wir haben. Aber ich sag euch, es lohnt sich. Ja, anfangs kann das etwas schwierig sein, aber mit der Zeit wird es erheblich leichter, weil man immer mehr begreift, dass man einfach nicht glücklich sein wird, solange man nicht das tut, wozu Gott einen auffordert. Die Dinge werden nicht gelingen, wenn man sich nicht an Gottes Anweisungen hält. Wer von euch hat diese Lektion schon gelernt? Dass ihr nicht glücklich werdet, solange ihr nicht tut, was Gott sagt. Wisst ihr was? Inzwischen habe ich ein recht gutes Gespür für meine Zuhörer. Außerdem kann ich euch von der Bühne aus sehen. Ich sehe, dass einige mit verschränkten Armen da sitzen und auf ihrem Standpunkt beharren. Das verstehe ich nicht. Wisst ihr was? Es gibt vieles, das Gott mir im Laufe der Jahre beigebracht hat, und vieles davon sind Kleinigkeiten. Er hat ganz Alltägliches benutzt, um mir beizubringen, dass ich in allem von ihm abhängig sein muss.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal bowlen war und das nicht sonderlich gut hinbekam. Das war kurz nachdem meine Gottesbeziehung viel tiefer geworden war und Gott mir beibrachte, mich immer auf ihn zu verlassen. Mir war so, als würde er sagen, wenn du besser bowlen willst, warum bittest du mich nicht einfach, dir zu helfen? Und ich dachte, das ist doch blöd. Niemand bittet Gott um Hilfe beim Bowlen. Oder wenn ich meine Frisur nicht hinbekam, wie ich es wollte, warum bittest du mich nicht einfach, dir zu helfen? Ich bin eine erwachsene Frau, ich werde dich doch nicht bitten, mir beim Haarekämmen zu helfen. Seht, unser Problem ist, dass wir so eine Ich-schaff-das-Selbst-Haltung haben. Wenn ihr Kinder habt, kommt euch das bestimmt bekannt vor. Wenn sie ungefähr 2 Jahre alt sind, sagen sie alleine, alleine, alleine. Und manchmal, hört zu, manchmal kann man sie nur machen lassen. Und dann kommen sie zurück. Genauso ist es häufig mit uns und Gott. Lasst ihn überall ran. Versteht hier jemand, was ich sagen will? Noch ein Wort zum Schluss. Ist das nicht gut? Erst nachdem ich den ganzen Epheserbrief lehrte, verstand ich, warum Paulus am Ende sagt, noch ein Wort zum Schluss, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Und ich dachte, das stimmt wirklich, wir brauchen seine Kraft, um das alles tun zu können. Versteht ihr? Epheser 3, Vers 16. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Gottes Geist wohnt in uns und kann uns innerlich stark machen. Paulus sagt im Grunde, ich bete, dass ihr in eurem inneren Menschen mit aller Macht und Kraft Gottes gestärkt werdet, damit ihr in die Gesellschaft hinausgehen und euch vorbildlich verhalten könnt. Ohne Gottes Kraft bekommen wir das nicht hin. In Jesaja 40, Vers 31 steht, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Ohne Gottes Hilfe sind wir aufgeschmissen. Als nächstes sagt Paulus uns dann, wappnet euch für einen Kampf. Ja, wappnet euch für einen Kampf. Gott liebt euch so sehr. Er möchte, dass ihr euch auf bestimmte Weise benehmt. Damit das gelingt, müsst ihr stark im Herrn sein. Und jetzt macht euch auf einen Kampf gefasst. Das ist so gut. Dieser Text beinhaltet den gesamten Plan und gibt uns ein umfassendes Verständnis. Zieht Gottes Waffenrüstung an. Wappnet euch für einen Kampf. Wisst ihr, Freitagmorgen standen hier ungefähr 85% der Leute auf, weil sie sich eine tiefere Beziehung zu Gott wünschten und Bereitschaft zeigen wollten, sich von Dingen abzuwenden, die sie von Gott trennten. Nun glaubt ihr, dass der Teufel da einfach den roten Teppich ausrollt und sagt, oh super, 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 darf ich euch helfen? Nein, da gibt es Widerstand. Ihr müsst bereit sein, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und zu sagen, Teufel, ganz gleich, was du tust, ich habe mich Gott verschrieben und mit seiner Hilfe ziehe ich die Sache durch, bis zum Ende. Ich verspreche euch nicht, dass es leicht wird. Mit der Zeit wird es zwar leichter, ja. Aber am Anfang gibt es einen Kampf. Sobald ihr einen Schritt nach vorne macht, stellt sich der Feind euch in den Weg. Stimmt's? Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Ein schwer bewaffneter Soldat. Gott gibt uns alles, was wir für den Kampf brauchen, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, gegen sichtbare Gegner, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Mit anderen Worten, es gibt Dämonen, die sich in der Atmosphäre befinden, unsichtbar, und die es auf Christen abgesehen haben. Sie hassen alles, was gut ist, und kämpfen dagegen an. Aber wisst ihr was? Wir haben mehr Kraft als sie.
Jesus hat Satan seine Macht entzogen. Der Teufel kann zwar immer noch etwas ausrichten, aber eigentlich hat er keine Macht. Es sei denn, wir geben sie ihm, indem wir uns beispielsweise in unseren Zorn hineinsteigern. Dadurch bekommt der Teufel einen Fuß in die Tür, steht in der Bibel. Wisst ihr noch, Epheser 4? Geht nicht zornig ins Bett. Auf unser Verhalten kommt es an. Geht nicht zornig ins Bett. Wir können den Teufel nicht bekämpfen, wenn wir ihm Tür und Tor öffnen und ihn einladen. Wir fangen damit an, das zu tun, wozu Gott uns unserer Meinung nach auffordert, in dem Wissen, dass er uns unsere Fehler vergibt und uns hilft. Wir stützen uns auf ihn und dann geben wir nicht auf, sondern machen immer weiter und weiter, bis wir den Teufel ermüdet haben. Lasst euch nicht vom Teufel zermürben. Habt Ausdauer und zermürbt ihn. Bedient euch, Vers 13, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Zieht die Rüstung an. In wenigen Minuten werdet ihr sehen, wie das gemeint ist. Ich kann mir keinen besseren Abschluss für diese Vortragsreihe vorstellen, als über die Waffenrüstung Gottes zu sprechen und darüber, dass wir vor den Angriffen des Feindes geschützt sind, wenn wir sie anziehen. Bedient euch. Das ruft zur Tat auf. Es ist etwas, das man bewusst tun muss, nicht etwas, worauf man wartet, bis man Lust hat. Ich muss morgens meine Kleidung anziehen. Ich gehe nicht zum Kleiderschrank und sage, ich würde gerne das da tragen und dann springt das Kleidungsstück an meinen Körper. Nein, ich muss es in die Hand nehmen und ganz bewusst anziehen. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Wenn ihr das tut, wozu Gott euch auffordert, dann tut er das, wozu ihr nicht in der Lage seid. Es gibt Dinge, die wir tun können. Ein paar Beispiele dazu. Vor einiger Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich mehr Energie brauchte. Ich arbeite recht viel und spürte, dass ich mehr Energie brauche. Ehrlich gesagt möchte ich nicht meine Energie an euch weitergeben und am Ende nichts übrig haben. Also fing ich an, für mehr Energie zu beten im Januar 2015. Und Gott gab mir den Wunsch, mit Walken anzufangen und das meinem bereits umfangreichen Fitnessprogramm hinzuzufügen. Zumindest dachte ich, es sei umfangreich. Ich kann kaum glauben, wie viel zusätzliche Energie ich mittlerweile habe. Meine Walking-Spaziergänge sind inzwischen ziemlich lang, aber ich will euch damit nicht beeindrucken oder euch sagen, dass ihr das auch machen müsst. Ich will damit nur sagen, dass wir häufig Gott um etwas bitten, dann aber nicht bereit sind, unseren Teil beizutragen. Wir müssen tun, was in der jeweiligen Situation gefordert ist. Was immer in eurem Leben gerade vor sich geht, fragt Gott, ob es etwas gibt, das ihr tun könnt. Und dann tut es und habt Geduld, bis Gott tut, was ihr nicht tun könnt. Zieht die ganze Waffenrüstung an. Paulus benennt dann die verschiedenen Teile der Rüstung. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch noch einen Bibelvers aus der Offenbarung vorlesen. In Offenbarung 16, Vers 15 steht, der Herr spricht, siehe, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Glücklich ist der, der wachsam auf mich wartet und seine Kleider anbehält. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, mit einem Gewehr in der Hand nachts im Wandschrank zu sitzen und auf meine Kleider aufzupassen. Wisst ihr, was Gott damit sagt? Er spricht von geistlicher Kleidung. Und gleich werdet ihr sehen, woraus diese besteht, nämlich aus Gerechtigkeit, Frieden, Glaube, dem Gürtel der Wahrheit, dem Helm des Heils. Und ich sage euch was, Satan kann sehen, ob wir unsere geistliche Waffenrüstung anhaben oder nicht. Was heißt es, wenn da steht, dass wir uns den Gürtel der Wahrheit umschnallen sollen? Was bedeutet es, sich den Gürtel der Wahrheit umzuschnallen? Es bedeutet, wenn man gerade eine schwierige Situation im Leben durchmacht, sollte man sich umso mehr auf die Bibel einlassen und sich mit biblischen Inhalten auseinandersetzen, weil darin die Wahrheit zu finden ist. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wenn man einen Verlust erlitten hat, sollte man umso mehr glauben, dass Gott es einem um ein Vielfaches zurückerstatten wird. Wenn die Kinder in Schwierigkeiten geraten, sollte man umso mehr glauben, dass, wenn man sie gelehrt hat, den richtigen Weg zu wählen, sie später, wenn sie älter sind, auch auf dem richtigen Weg bleiben.
Wenn ihr treu spendet und jetzt eine finanzielle Not habt, lasst euch nicht von euren Gefühlen herunterziehen und sagt nicht, ach, das mit dem Geben funktioniert nicht. Da muss man den Gürtel der Wahrheit umso fester schnallen und sagen, Gott ist treu, er wird sich um mich kümmern. Der Teufel geht zwar gegen uns vor, aber wenn wir unseren Mund auftun und ihn wissen lassen, dass wir die Wahrheit kennen, dann zieht er sich zurück. Wenn wir uns hingegen von unseren Gefühlen beherrschen lassen und lauter negative Dinge aussprechen, die mit der Wahrheit der Bibel nicht übereinstimmen, haben wir ein Problem. Als nächstes sagt er, zieht den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit? Ein Brustpanzer schützt das Herz. Hier geht es um das Gewissen, um unser Selbstwertgefühl und darum, wie wir unsere Gottesbeziehung wahrnehmen. Wisst ihr was? Wer von Schuld- und Schamgefühlen niedergedrückt wird, kann unmöglich den Teufel besiegen. Wir müssen uns nicht ständig ein schlechtes Gewissen machen und immer an all das denken, was wir in unserem Leben falsch gemacht haben. In der Bibel steht, dass wir unseren Blick von allem abwenden sollen, was uns von Jesus ablenkt. Ständig auf das zu starren, was in unserem Leben nicht stimmt, kann uns von unserer Gottesbeziehung ablenken. Gott wusste schon, was wir alles falsch machen würden, bevor er sich auf eine Beziehung mit uns einließ. Und er ist absolut nicht schockiert oder überrascht. Er weiß auch, was wir in Zukunft alles falsch machen werden und liebt uns trotzdem. Gerechtigkeit. Wissen wir, wer wir durch Jesus Christus sind? Darum geht es in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes. Zu wissen, dass Gott uns durch Jesus Christus bedingungslos liebt. Jetzt sind wir am Ende des Briefes angekommen und Paulus sagt erneut, seht, ihr müsst kämpfen. Was mache ich denn bloß, wenn ich versuche, mich gut zu benehmen, aber total schlecht drauf bin? Passiert euch das manchmal, dass eure Schwächen die Oberhand gewinnen? Ihr habt morgens im Bett gelegen und euch vorgenommen, ganz heilig zu sein. Ihr seid aufgestanden und habt um Hilfe gebeten, euch richtig zu verhalten. Wisst ihr, früher habe ich gesagt, und das stimmte auch, dass ich mit allem wunderbar klarkam, bis sie nach Hause kamen. Ich war sowas von lieb, wenn niemand zu Hause war außer mir. Doch wenn die Familie dann nach Hause kam, war ich schnell gereizt. Okay, also was passiert, wenn ich den Epheserbrief lese? Ich versuche, mich angemessen zu verhalten, bin aber total schlecht drauf. Ich bin auf alle wütend. Ich verhalte mich egoistisch und selbstbezogen. Ich bekomme einen typisch weiblichen Anfall. Ich bin am Ende. Was als nächstes passiert ist, dass der Teufel mit Schuldgefühlen daherkommt. Ist doch so, oder? Und da heißt es, Gerechtigkeit anzuziehen. In der Bibel steht, dass wir sie wie einen Mantel anziehen können. Hiob sagte, Gerechtigkeit machte ich zum Mantel, der mich bekleidete. In der Bibel steht, dass der Geist Gottes Gideon umkleidete. Wir werden aufgerufen, uns mit Jesus Christus zu kleiden. Zieht den neuen Menschen an, kleidet euch mit Liebe, kleidet euch mit Gnade. Seht, wir können diese Dinge anziehen, genauso wie ich mich entscheide, welche Kleidung ich anziehen will. Kann ich die Kleidung des Geistes anziehen? Das heißt nicht, dass meine Gefühle unbedingt mitspielen müssen. Vielleicht fühle ich mich nicht gerechtfertigt, aber ich kann die Gerechtigkeit anziehen, indem ich im Glauben ausspreche, was Gott über mich gesagt hat. Ich kann sagen, ja, ich hatte einen schlechten Tag, es tut mir leid. Herr, ich hätte mich nicht so verhalten sollen. Und vielleicht muss ich mich auch bei einer Person entschuldigen, also tue ich das. Aber wir sollten dann auch sagen, Teufel, mit diesen Schuldgefühlen brauchst du mir nicht zu kommen, denn Gott hat mich durch Jesus Christus gerecht gesprochen. Versteht ihr? Vielleicht müsst ihr das jeden Tag eures Lebens tun. Aber das Gute ist, dass wir nicht aufgrund unseres vorbildlichen Verhaltens mit Gott versöhnt sind. Wir sind mit Gott versöhnt, weil Jesus das für uns geregelt hat. Und das, was Jesus für uns getan hat, kann uns so begeistern, dass es den Wunsch in uns weckt, uns richtig zu verhalten.
Ist das nicht gut? Verdreht das nicht. Verbringt euer Leben nicht damit, euch richtig zu verhalten, damit Gott euch liebt. Er liebt euch bereits. Mehr noch, er kann euch gar nicht mehr lieben, als er es in diesem Moment bereits tut. Ja, jedes Mal, wenn ich das sage, bekomme ich solche Blicke. Echt nicht? Echt nicht? Wisst ihr, warum wir so verblüfft darauf reagieren? Weil wir immer noch ein kleines bisschen davon überzeugt sind, dass Gott uns mehr liebt, wenn wir uns besser verhalten. Nein, Liebe ist nicht etwas, was Gott tut, sondern was er ist. Gott ist Liebe und Liebe ist so, wie sie ist. Gott liebt dich und du darfst wissen, er kann dich gar nicht mehr lieben, als er es jetzt schon tut. Aber du kannst Gott mehr lieben. Wir können weiter in unserer Liebe zu ihm wachsen. Und je mehr wir in unserer Liebe wachsen, umso mehr werden wir ihm gehorchen wollen. Und desto leichter wird es uns fallen. Ist das nicht gut? Es wird immer leichter und leichter und leichter. Jesus kommt bald wieder. Oder? Der Herr ist nahe. Wir sollten sicher gehen, dass wir wissen, worauf es ankommt. Wer von euch widmet Dingen viel zu viel Zeit, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind? Nun, nur ihr könnt das ändern. Versteht ihr? Alles, was wir sehen, ist bereits am Verfallen und wird es nicht mehr lange machen. Bitte, bitte ignoriert nicht eure Familie, indem ihr zu viel arbeitet, nur um euch ein größeres Haus leisten zu können. Fahrt mal durch eine Siedlung, wo die Häuser ungefähr 75 Jahre alt sind, dann seht ihr, dass euer Haus schon im Verfall begriffen war, als ihr eingezogen seid. Fahrt mal an einer Müllhalde vorbei. Schaut euch den ganzen Schrott an und dann sagt, jemand hat sich dafür abgerackert, um das zu bekommen. Jemand hat seine Familie verloren, um sich das kaufen zu können. Jetzt ist es nichts mehr als ein Haufen Müll, der irgendwo herumliegt. Aber es gibt Dinge, die ewig wären. Und das sind die Dinge, denen wir uns widmen sollten. Dinge, die nicht auf dem Müllplatz landen. Verbringt Zeit mit Gott. Wir haben nicht die Zeit, keine Zeit mit ihm zu verbringen. Und was soll ich genau machen, wenn ich Zeit mit Gott verbringe? Macht, was ihr wollt. Betet, lacht, weint, hört euch Musik an, tanzt, lauft im Zimmer umher. Schaut aus dem Fenster, legt euch mit dem Gesicht auf den Boden, sagt einfach, Gott, das ist meine Zeit mit dir. Ich nehme mir diese Auszeit und will dir diese Zeit widmen. Und dann redet einfach mit ihm. Und lernt auch zuzuhören. Gott gibt uns eine geistliche Waffenrüstung, die wir für ein erfolgreiches Leben brauchen. Aber wir müssen bereit sein, sie auch wirklich anzuziehen. Möchten Sie mehr wissen über unsere Arbeit? Rufen Sie uns an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Ich war viele Jahre kokainabhängig. Meine Mutter war uns gegenüber immer sehr distanziert. Ich fühlte mich von ihr verstoßen. Obwohl ich immer dachte, dass ich stark sein müsste, merkte ich doch, dass ich nicht stark war. Als ich 23 war, traf ich einen Mann, der mich glauben ließ, er würde mich beschützen. Aber dann merkte ich, dass er mich nur ausnutzte. Er brachte mich dazu, als Prostituierte zu arbeiten. Und er war derjenige, der mich an die Drogen heranführte. Wann wurde dir klar, dass sich dein Leben ändern muss?
Das war der Moment, als meine Tochter geboren wurde. Ich hatte Angst, dass sie als Drogenabhängige enden würde, genau wie ich. Patricia und Norbert, warum ist so ein Zentrum so wichtig? Was ist das Problem hier in Chile? Viele Frauen wachsen in einer Umgebung auf, in der Männer sie missbrauchen. Deshalb flüchten sich immer mehr Frauen in Drogen. Oft schlagen die Männer ihre Frauen. Sie machen sie zu Sklaven und zwingen sie, als Drogenkurier zu arbeiten. Die Frauen haben zu viel Angst, um auszusteigen und zu ihren Familien zurückzugehen. Wir haben hier ein 9- bis 12-monatiges Programm. Es gibt einen Lehrplan. Die Frauen lernen hier Schritt für Schritt im Glauben zu wachsen. Sobald sie stark genug sind, dürfen sie wieder zu ihren Kindern. Denn wenn diese Frauen von den Drogen frei werden und von dem, was sie in die Sucht getrieben hat, dann können sie auch die Mutter sein, die ihre Kinder brauchen. Wir haben immer gebetet und daran geglaubt, dass Gott uns versorgen wird und uns Platz für noch mehr Frauen schenkt. Und dann rief Norbert mich eines Tages an und erzählte mir, dass Joyce Meyer uns ein Grundstück kaufen würde. Das war wie ein Wunder. Die Partnerschaft mit Hand of Hope hat neuen Schwung in unsere Arbeit gebracht. Weil Hand of Hope ein Hilfsdienst ist, der dasselbe auf dem Herzen hat wie wir. Joyce Meyer hat selbst viel Leid erlebt und dann das Wort Gottes entdeckt, das heute das Fundament ist, auf dem sie steht. Und nicht nur das. Sie erzählt auch der ganzen Welt davon, wie Gott sie verändert hat. Für dich hat sich viel verändert. Inwiefern hat das auch das Leben deiner Töchter verändert? Oh, sehr. Sie sind sehr stolz auf mich. Ich habe angefangen zu studieren, um Therapeutin zu werden und mit Drogenabhängigen zu arbeiten. Und ich bin fast fertig. Das ist meine Art, Gott Danke zu sagen für all das, was er in meinem Leben getan hat. Ich weiß jetzt, was Liebe wirklich bedeutet. Viele Menschen haben mit Ängsten zu kämpfen. Ich auch. Aber ich habe gelernt, mutig voranzugehen, obwohl ich Angst habe. Tu es trotz deiner Angst, heißt das Buch, was ich dazu geschrieben habe. Ich möchte Ihnen darin zeigen, wie Sie Ängste erkennen und ihnen begegnen können und was Ihre Gedanken damit zu tun haben. Ich habe erlebt, wenn ich Neues wage, werde ich mit jedem Schritt mutiger und kann erfüllt leben, auch wenn ich mich fürchte. Entdecken auch Sie das Leben neu und bestellen Sie jetzt das Buch Tu es trotz deiner Angst von Joyce Meyer. Online unter joyce-meyer.de/trotzangst oder telefonisch 040 88 88 411 11.